bei mir bei Pokémon Go auch ständig. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Ich würde gerne mal wissen, wie solche Cartoons wirklich entstehen, denn ich will auch gerne mal so ein Cartoon machen. Ich habe sogar ein Grafiktablett hier, das liegt sogar da hinten. Damit übe ich gerade ein bisschen. Aber ich weiß nicht genau, wie man das macht. Ich habe so eine Animierungssoftware von Adobe, weil ich ja sowieso alles von Adobe habe, ist das ja gleich mit inbegriffen. Da kann ich zwar ein bisschen zeichnen, aber ich weiß nicht so ganz, wie man das alles macht. Vielleicht kennt jemand ja von euch ein gutes Tutorial oder so. Der wurde jetzt mit einem Pokéball gefangen beim Zeichnen. Oh, na jetzt. Ich wünschte mir wirklich, Pokémon Go hätte die Erlaubnis bekommen, die echte Musik zu verwenden. Also die wirklich von dem Gameboy-Spiel damals, von den ersten, in der ersten Route. Das wäre so geil gewesen, Alter. Das wäre so krass. Der Gleichstein macht einfach einen Depp, Alter. Ja, so ungefähr rennt die bei mir auch bei Pokémon Go rum, ja? Ihr werdet es nicht glauben, aber ich spiele das Spiel immer noch. Und ich habe das wirklich die ganze Zeit gezockt, seit inoffiziellen Release. Ich habe es ja seit inoffiziell, wo noch die Zeit war, wo jeden Tag der Server 100 Mal zusammengebrochen ist. Ich habe bloß einen Monat Pause gemacht, weil in dem Monat haben die es einfach nicht gepackt bekommen, den Bug zu fixen, dass man keine Pokémon mehr fangen kann. Man konnte absolut nichts mehr fangen. Und das Spiel war am Anfang eine Taubsi-Hölle. Wie kommt denn das da rein? Ja, das passiert bei mir bei Pokémon Go auch ständig. Ja, immer wieder. Einfach totgeworfen. Ja, und nu? Das Relaxo ist einfach mal größer als die Masten da hinten. Oh, jetzt würde ich mich auch, jetzt würde ich mich auch aus dem Staub machen, Alter. So, du bist so maximal am Arsch. Er sieht schon bescheuert aus, ne? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn du so an, wir standen ja auch schon mal zu 20 an Arenen, wenn hier Raid Days sind, ja, Raid-Stunde. Da sind wir auch zu 20 immer von Arena zu Arena gegangen. Bevor Corona war, jetzt irgendwie ist keiner unterwegs. Und das ja, wenn man drüber nachdenkt, wenn da fremde Personen dabei laufen, die keine Ahnung haben, und da 20 Leute stehen, die ganze Zeit so machen, ich glaube, das sah schon seltsam aus. Also ich als Tourist wäre bestimmt weggerannt, wenn ich keine Ahnung hätte. Ja, braucht aber lange, um an den Relaxo vorbeizukommen. Oh. Häufchen Sand raus oder was? Ja, so schlüpfen meine Eis auch immer. Aber da hinten sind Stops. Was ich bei Pokémon Go noch vermisse, ist wilde Kämpfe. Das wäre echt geil. Wenn du so auf Pokémon stoßt und dann manchmal kämpfen kannst oder ob du aussuchen kannst, willst du kämpfen oder willst du es fangen? Das wäre noch geiler gewesen, aber das haben sie bis heute leider nicht eingefügt. Wär echt nice. Na, wenigstens das konnte mal fangen. Na gut, ist ja noch nicht drin. Oh, voll mies, Alter. Ich hätte an den seiner Stelle auch keinen Bock mehr. Sehr gut, Alter. Oh nein. Mal erschossen, Alter. Ja. Der krankeste Tank, den es in dem Spiel gibt. Ich weiß bis heute nicht, was Niantic sich dabei gedacht hat, dieses dieses Hytera so extrem tankig zu machen, Alter. Das ist richtig schlimm. Vor allem, wenn da eins vor dir hast, was 2600 hat. Zum Glück nur noch vor waren es 3000, knapp 3000. Die haben es zum Glück ein bisschen runtergesetzt. Aber trotzdem ist es noch aggressiv. Es macht ja keinen Schaden oder so. Aber das Zeitlimit ist das Problem, was daran reißt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. Die Erklärung war scheiße. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.
Meine Erklärungen sind irgendwie alle scheiße. Ich verstehe nicht, Mike.